Peter Schröcksnadel und Leo Windner haben in den vergangenen Jahrzehnten einiges für den österreichischen Spitzensport geleistet. Aus diesem Grund werden sie heute gebührend geehrt und erhalten unter anderem eine Ehrenmitgliedschaft als auch einen Ehrenring von der Bundessportorganisation Sport Austria. Und im Vorfeld dieser eigentlichen Zeremonie haben sich beide Herrschaften auch noch Zeit genommen. Herr Schröcksnadel, Herr Windner, vielen Dank. Reden wir zunächst einmal über den zeremoniellen Teil, den Sie vielleicht auch schon in Ihrer Vergangenheit gewohnt sind. Starten wir mit Ihnen vielleicht, Herrn Schröcksnadel. Wie viel der Ehrung ist es mittlerweile schon? Haben Sie es mitgezählt? Jede Ehrung ist wichtig. Ja. Und wie wichtig ist die? Und vor allem, wenn man sagt, wenn man älter wird und dann noch Ehrung kriegt, dann weiß man, so die eigentliche Laufbahn ist vorbei, aber du hast vielleicht ein paar Sachen richtig gemacht und dann kriegst du es. Ja, Herr Windner, so ein bisschen ein Kribbeln haben Sie noch in sich drin oder gehen Sie relativ entspannt zu so einer Zeremonie, wo Sie im Mittelpunkt stehen? Man entwickelt gewisse Routine, würde ich sagen. Und ich habe ja im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte einiges hier erfahren dürfen, habe aber dem wenig Beachtung geschenkt. Ich habe wirklich alles in eine Schachtel zusammengeschlichtet und habe vor einem halben Jahr nach meinem Ausscheiden beim ÖFB dann einmal gesichtet, weil ich ja fast überhaupt nichts außer der Ehrenbürgerurkunde meiner Heimatgemeinde nichts gesichtet hatte. Und siehe da, es waren, glaube ich, an die 40 oder 50 Ehrungen und ich habe ausschließlich die goldenen und die Top-Ehrenmitgliedschaften jetzt rahmen lassen und es kamen immerhin, glaube ich, 21 zusammen. Ehrlich gesagt, es freut einen, nur wunderlich braucht man nicht werden, aber stolz darf man auch sein, weil umsonst ist es nicht ganz gekommen. Was ganz Besonderes auf jeden Fall für Sie auch, Herr Schröcksnadel. Jetzt sind Sie selbst auch... Ich habe sie nie gezählt. Also nie gezählt? Nein. Weil zu viele wahrscheinlich, ne? Nein, ich habe es nie gezählt. Ich freue mich, wenn ich Ehrung kriege und erinnere mich gern dran, aber gezählt habe ich sie nie. Ja, muss ja auch nicht sein. 2021 haben Sie beide Ihren Rücktritt bekannt gegeben oder sind zurückgetreten, Herr Schröcksnadel, nach 30 Jahren im ÖSV. Wie war das? Sie haben sich 31. Sie haben sich nicht ganz zurückgezogen, Sie sind immer noch mit dabei, aber natürlich als Außenstehender sozusagen. Wie fühlt es sich aktuell an? Ich habe mich ganz zurückgezogen. In der FIS bin ich noch dieses Jahr, dann bin ich jetzt auch dort weg. Das ist weder Wehmut noch sonst was. Ich habe schöne Jahre gehabt, ich habe schwierige Jahre gehabt, das haben wir beide. Wir haben Hochs und Tiefs gehabt, wir sind beschimpft worden, gelobt worden, gehört alles dazu. Aber ich hab, muss ich sagen, ich habe jetzt sehr, sehr große Freude, weil ich meinen Terminkalender nicht mehr nach dem Rennkalender richten muss. Und das befreit mich sehr. Sehr strapazierend, kann ich mir vorstellen, wenn man mehrere Monate am Stück eigentlich dauerhaft unterwegs ist. Das ist natürlich der Rennkalender, der ist halt so eingeteilt und wir haben sehr viele Rennen. Wenn wir allein in Österreich, ich glaube, um die 30. Aber international um 70 Weltcuprennen und wenn du nur einen Teil besuchst, ist es sehr viel. Und das ist natürlich, der Druck ist jetzt weg. Und vor allem der Druck, wenn du dann da bist, du willst ja auch gewinnen. Gewinnen wir oder gewinnen wir nicht. Jetzt hast du die erste Reihe fußfrei. Ich schaue mir gerne Rennen an und wenn wir gewinnen, freue ich mich. Aber der Druck, der direkte Druck ist weg. Der Druck im österreichischen Fußball ist auch gestiegen, würde ich mal sagen, zumindest wenn man in einer hohen Position steht. Die Erwartungshaltung ist vor allem nach dieser Europameisterschaft gestiegen. Wie haben Sie jetzt die Spiele nach Ihrer Präsidentschaft miterlebt? Ich würde sagen, vom Spannungsmoment fast gleich, aber natürlich doch einigermaßen entspannter, als wenn man unmittelbar mit der Mannschaft quasi auch geistig aufs Feld läuft. Das hat sich jetzt geändert. Wir wollen natürlich, man nach wie vor voll mit dem Herzen dabei ist, man geht offiziell aus der Funktion zurück, trägt nicht mehr die Verantwortung, aber trägt sicherlich voll das Herz wieder mit den Teams, muss ich sagen. Denn natürlich ist ADEM das Flaggschiff des österreichischen Fußballs. Aber man darf nicht übersehen, wir sind mit den Frauen jetzt zum zweiten Mal bei der Europameisterschaft, haben das Glück, Eröffnungsmatch in Manchester gegen England spielen zu können im Juni. Und die 19 hat eine tolle Europameisterschaft gespielt, hat jetzt wieder die Tür offen gehalten. Ja, also die 21 und die 19 ist bei der Europameisterschaft. Das heißt, insgesamt ist das wirklich okay, aber man fiebert wirklich mit allem mit, wie wohl man nicht mehr in der Verantwortung steht. Roswitha Stadlober hat das Amt von Ihnen übernommen. Nein, aber ich muss sagen, was uns verbindet. Was uns verbindet? Was verbindet Sie? Ja, eine langjährige Freundschaft. Er schaut gern Ski und ich schaue gern Fußball. Das heißt, wir könnten eigentlich die Fragen umgekehrt stellen. Er fährt Ski
und ich habe Fußball gespielt. Ja. Okay. Ich habe Landesliga gespielt, ja. Okay. Trotz meiner Größe als Goalie. Das darf man sagen. Also ich eigentlich hätte man die Positionen auch tauschen können. Kein Problem. Ich bin jetzt da neu angekommen in der Situation und habe mir mein eigenes Versprechen eingelöst. Ich habe Rekord 22 Skitage in dieser Saison bisher. Ist noch nicht aus für mich. Das war nicht so schlecht, das kann man auf jeden Fall stehen lassen. Aber Fußball spiele ich nicht mehr so viel. Aber wann haben Sie da die Schuhe an den Nagel gehängt? Ist das nein, schon? Wir haben in der Halle immer noch weiter gespielt. Achso, das ja, ist immer noch gegangen. Ja, ja. Obwohl die Verletzungsgefahr erfahrungsgemäß höher ist. Beim Skifahren auch. Beim Skifahren auch. Kann man nicht so wirklich pauschalisieren. Die Roswitha Stadler, aber würde ich trotzdem gerne ins Rennen bringen, die auf der einen Seite olympische Erfolge feiern hier, durfte. Oder? Na, sie persönlich nicht, aber sie durfte mitjubeln natürlich mit ihren Sportlerinnen und Sportlern. Auf der anderen Seite muss man sagen, keine kleine Kristallkugel. Das hat sie in ihrer Zeit als Präsident auch schon gegeben. Würden Sie das als Niederlage werten oder ist das olympische Märchen dann eine Entschädigung? Nein, man kann das. In einem Olympia-Jahr gilt natürlich Olympia. Nationen-Cup ist zurückgekommen, ist auch schon was. Aber in einem Weltmeisterschaftsjahr gilt die Weltmeisterschaft und da waren wir in den letzten zwei Jahren jetzt sehr gut. Und meiner Strolz hat toll performt, obwohl er vorher gar nicht da war. Ein Meier dreifach, also dreifacher Goldmedaille. Also viel besser geht's nicht. Und ich freue mich für die Burschen und muss sagen, da ist das einmal kein Beinbruch, das kann passieren. Ich weiß gar nicht, ob es in meiner Zeit einmal war, dass wir keine Kugel gehabt haben. Das glaube ich gar nicht, aber ich weiß es nicht. Bild mir ein, meine Recherche hat das Ganze ergeben. Selten ist es vorgekommen, aber auch. Hier und da. Es sind ja Jahre vorgekommen, da haben alle Kugeln gewonnen. Ne? Das genau, das entschädigt dann auch wieder irgendwo die Bilanz, die insgesamte. Für Sie natürlich auch ein Nachfolger dann in die Fußstapfen getreten mit Gerhard Milletich. Wie bewerten Sie bis dato seinen Auftritt? Wie ist die Kommunikation zwischen Ihnen vielleicht auch? Der Gerhard Milletich ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein gestandener Fußballfunktionär. Gerade mit seinem Verein hat er, glaube ich, wirklich eine ordentliche Erfolgsspur hingelegt und war auch zu meiner Zeit im ÖFB-Präsidium immer ein verlässlicher, loyaler Mitstreiter. Und ich glaube, der Gerhard Milletich tut wirklich alles, um hier den Fußball in Österreich weiterhin vorne zu halten. Das muss man ihm wirklich zugestehen, dass es nicht nur einfach ist, liegt auf der Hand. Stichwort Teamchefsuche, Stichwort Verarbeitung der Nichtqualifikation für die WM. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und daher schauen wir jetzt schon wieder auf die WM-Quali der Frauen am kommenden Freitag, Nordirland. Und es geht dann sicherlich weiter, wenn im Juni schon die Nations League wieder steigen. Das heißt, man hat ohnehin keine Zeit, hier lang zu resümieren oder sinnieren, sondern muss den Fokus wieder auf die nächste Partie legen. Wenn der Herr Wittner schon die Teamchef-Frage so ein bisschen ins Rollen bringt, haben Sie einen persönlichen Favorit, Herr Schröcksnadl, wo Sie sich vorstellen? Fußball, oder? Ja, das ist der Richtige. Gibt es einen, der Ihnen sympathisch ist? Nein, ich war auch für den Vorder, muss ich ehrlich sagen. Das bleibt es nach wie vor? Nein, ich war grundsätzlich für den Vorder, da haben wir kurz einmal geredet drüber. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer. Was in Österreich, ich meine, ich bin außenstehend, darum sagen, darf ich sagen, meinem eigenen Verband würde ich jetzt überhaupt nichts sagen, aber man sollte eigentlich Trainern, wenn man Vertrauen hat, in ihn länger Zeit lassen. Und man sollte nicht die immer gleich observieren. Und dadurch kriegst du natürlich keine Kontinuität und dadurch hast du natürlich dann immer das Problem, die Athleten müssen sich neu einstellen, die Fußballer, das ganze Team und dann wird es immer sehr, sehr schwierig. Also ich habe immer an Kontinuität festgehalten, Herr Bumhans, da war meine 40 Jahre im Skiverband und. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt und das ist also in Österreich im Fußball ein Thema, wo ich sage, das ist eigentlich eine Schwierigkeit, mit dem der Fußball zu kämpfen hat. Wirken natürlich die Medien einigermaßen mit. Und die also, von denen nichts aber ich sage immer wieder, eine Spitzenfunktion Österreich im Fußball heißt einfach immer wieder Kontenance und Kontinuität zu wahren. Kontenance, wenn es schief geht, wenn alle alles verteufeln und vor allem auch die Kontinuität im Funktionärstab, im Trainerstab etc. Also ich halte nichts sozusagen von dem Kick-out, wenn es einmal nicht gut geht, sondern gerade da muss man stehen. Das ist das Einfachste. Es ist doch entschuldigen, weg ja. Und fertig. Es ist kein gutes ja. System.
haben ja die Medien natürlich so ein bisschen studiert und da gehören Sie mit Sicherheit auch dazu. Der liest natürlich, welche Faktoren für Foda oder gegen Foda sprechen. Ich glaube, immer dasselbe System und vor allem dieselben Spieler aufs Feld bringen, war auch eines der Kriterien, das vielleicht dazu geführt hat, dass der neutrale Zuschauer sich gedacht hat, warum er nicht mal frischen Wind reinbringt. Würden Sie ihm das auch ein wenig nachsagen, dass er zu wenig rotiert hat, oder steht ihm das zu, als Nationaltrainer immer dieselben 11 mehr oder weniger aufs Feld zu schicken? Ich habe mit Franco Foda oft auch darüber Gespräche geführt. Wir sitzen ja im Flugzeug immer nebeneinander. Auch heikle Themen angesprochen, wie die Personalie, David Alaba etc. Das gehört dazu. Aber ich habe als Präsident, glaube ich, nicht den Auftrag oder die Befugnis, ihm ins Steuer zu greifen. Es ist letztendlich seine Entscheidung, seine Aufgabe. Wir die Mannschaft nominiert, den Kader nominiert und wir dann die Mannschaft quasi mit dem taktischen Gerüst aufs Spielfeld schickt. Mhm. Beim ÖSV gibt es auch eine Personalrochade, ja, was ich, das Trainer da überhaupt nicht einmischen. Meine Einschätzung hätte man natürlich schon gerne, was Herbert Mandl jetzt besser machen kann als sein Vorgänger. Das ist eine neue Partie, das ist eine neue Gruppe. Die neue Gruppe soll machen, wie sie glaubt, dass sie das machen wollen. Und das, ich werde es nicht kommentieren, weder positiv noch negativ. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und was man nie machen darf, und das ist das, was vorher du eben gesagt hast, du darfst nie einen unten hineinregieren. Ein Trainer, der hat die Verantwortung, den kann ich nur hinauswerfen oder arbeiten lassen. Aber reinreden darfst du ihm nicht. Und genauso ist es jetzt im neuen Verband. Ich werde überhaupt nicht reinreden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und schau das. Ich freue mich, wenn Sie gute Resultate haben und das Wort machen. Dann stelle ich Ihnen eine andere Frage. Marco Odermatt könnte der neue Marcel Hirscher sein. Im Gesamtweltcup sieht es danach aus, als könnte er die nächsten Jahre dominieren. Sehen Sie das ähnlich? Der Odermatt ist ein sehr, sehr guter Fahrer. Das war ja abzusehen schon von seiner Jugendzeit her. Ob er den Marcel einholen oder übertreffen konnte, stelle ich in Frage. Weil man achtmal, also neunmal oder zehnmal das zu erreichen, also mehr zu machen als mit der Marcel, wird sehr schwierig, weil du darfst da nicht verletzt werden und. Es können Konkurrenten kommen, die es jetzt nicht gibt. Also ich halte, würde sagen, den Rekord von Marcel derzeit, dass er nicht einholt. Sehen Sie da eine Möglichkeit oder sagen Sie, der muss einmal ein paar Jahre fahren und dann werden wir schauen, wie es ausschaut? Ich glaube mal, diese Erfolgsspur von 8 Gesamtweltcup-Siegen, das ist ja nicht sozusagen eine beiläufige Spur. Das ist absoluter Top-Rekord und da muss schon alles passen, dass er herankommt, muss man sagen. Dass der Odermatt derzeit wirklich die besten Bedingungen von sich selbst entwickelt hat, ist klar. Aber diese kontinuierliche Linie so durchzuziehen, da muss man einmal sehen. Weil er darf kein schlechtes Jahr haben, ne? Bitte? Er darf kein schlechtes Jahr haben. Nein, er darf kein schlechtes Jahr haben. Weil in dem Moment, wo du einmal aushängst, ist schwierig, wieder hinten nachzukommen. Ja, dann hat er es aber nicht hintereinander. Also so ist es. Ja, schauen wir mal, was der Herr Odermatt zu leisten im Stande ist. Super sympathisch, super Sportler, ganz toller Typ. Aber die Fußstapfen sind groß. Zum Abschluss würde ich Sie beide gerne noch ein bisschen ins Zentrum rücken, was das diesjährige Jahr 2022 betrifft. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen, da es wahrscheinlich ein bisschen entspannter zugeht als die vergangenen Jahre? Herr Schröcksnadl vielleicht? Kapo und Pensionist zur Zeit, oder? Ja. Genießen, nicht mehr fremdbestimmt zu sein. Ja. Ich glaube, das ist immer das Wesentliche. Ich werde ein bisschen wegfahren. Mir hat er zum Abschied Nationalteam eine Reise nach Südafrika geschenkt. Jetzt das haben sie mir nicht geschenkt. Bitte? Das haben sie mir nicht geschenkt. Ja, nein, es hat mir nicht geschenkt. Beim ÖFB geht es noch besser. Nein, das ist von den Spielern bitte bezahlt worden. Okay, okay. Doch, gibt es keinen Zweifel. Da habe ich mir erst einmal einen Gutschein geben lassen müssen, um dann für den Herbst planen zu können. Aber ansonsten natürlich, wenn es geht, dabei zu sein im Geschehen, aber sich nicht zu involvieren und in keiner Weise sozusagen in die Mappe eintreten. Sie haben sich auch schon gezielt rausgehalten und gesagt, die neuen Leute an der Spitze sollen das einfach regeln und das Beste daraus machen. Das heißt, Sie verbringen wie Ihre Zeit, außer dass Sie die Skirennen natürlich immer beobachten. Nächste Woche gehen wir mal fischen eine Woche. Was ja jeder, der ein Hobby hat, der hat also immer zu tun. Und dann habe ich ein paar Dinge, die ich machen will. Ich bin in so einer Krebsforschungsgruppe dabei und das schaut sehr gut aus. Da bin ich sehr engagiert. Und außer wir Umweltthema machen, weißt du was? Rettet die Bachforelle, die ist am Aussterben. Ja, bitte. Ja, das kann. Da gründen wir jetzt eine Gruppe, das heißt Nature and River Fund. Mhm.
Und da wollen wir gewisse Dinge aufzeigen, warum also der einheimische Fisch wie die Bachforelle am Aussterben ist. Und da haben wir jetzt so einen großen Zuspruch jetzt. Vielleicht möchtest du auch mal mit. Da gehört das Thema Kormoran, Fischreiher, genauso dazu. Ich war ja in meinem Job über Abteilungsleiter, die ganze Gewässerwirtschaft über Kopf. Du warst ja der Ding. Aber darum heißt, du warst Nature and River. Weil immer sieht man nur die Natur oder der Fluss, aber alles, was unter Wasser ist, ist eigentlich jedem wurscht. Auch der WWS, der ist nicht wurscht. Also wir werden dafür kämpfen, dass die Bachforelle überlebt. Und die ist am Aussterben. Und wenn ich dauernd sehe, da, man muss den Polarbär was ich, retten und was ich was Neues. Und die einheimischen Lebewesen im Wasser sind am Aussterben, dann finde ich den Zugang nicht richtig und das werden wir ändern. Sehr gut, also ein sinnvoller Zugang auch noch nach der Präsidentschaft. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank an beide Herrschaften, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Gute und viel Spaß mit dem Ehrenring.